Hi, wie schön, dass du dabei bist und dich entschlossen hast, diese traumasensible Meditation mit mir zu machen. Ich freue mich, dass du dabei bist und hoffe, dass sie dir gefällt. Für uns alle ist es super wichtig, im Jetzt zu sein, im Jetzt sein zu können. Besonders wenn du gedanklich viel in der Vergangenheit oder der Zukunft bist, dann kreisen deine Gedanken immer um etwas, das nicht mehr oder noch nicht ist. Erlaube dir jetzt auf eine sehr sanfte Art in Kontakt mit deinem Körper zu kommen. Und starte dafür in einer Position, die sich für dich gut anfühlt. Und wenn du dann deine Position gefunden hast, dann nimm von hier aus wahr, welche Körperteile den Boden unter dir berühren. Vielleicht fühlt sich der Boden unter dir jetzt gut und sicher an. Vielleicht fällt es dir aber auch schwer, deine Aufmerksamkeit auf die Verbindung von Körper und Boden zu richten. Versuch zu beobachten, aber nicht zu bewerten, wie du dich jetzt fühlst. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich dich noch nicht darum gebeten habe, deine Augen zu schließen. Vielleicht hast du deine Augen schon geschlossen. Sonst kann es angenehm sein, deine Augen jetzt zu schließen. Wenn es sich für dich besser anfühlt, deine Augen offen zu lassen, dann lass deine Augen offen. Hier will ich dich nochmal daran erinnern, den Boden zu spüren. Ein paar Momente einfach nur wahrnehmen, welche Teile deines Körpers den Boden berühren. Wenn deine Augen geschlossen sind, dann öffne sie sanft und beginne deine Umgebung aktiv zu erkunden. Wo wollen deine Augen hin und wo wollen deine Augen verweilen? Vielleicht kannst du die Verbindung zum Boden, der dich sicher trägt, aufrechterhalten. Wenn es dir nicht gelingt, dann ist es nicht schlimm. Und so lass deinen Blick einen Moment lang umherschweifen. Gibt es etwas im Raum, dessen Anblick dir gefällt? Dann richte deine Aufmerksamkeit einen Moment lang darauf. Wenn es nichts gibt, dann schau dir den Raum, in dem du bist, einfach genau an. All die kleinen Details, die du sonst vielleicht nicht wahrnimmst. Verbinde dich so mit dem Raum, in dem du bist. Richte deine Aufmerksamkeit dann wieder auf die Verbindung zum Boden. Immer wieder versuch wahrzunehmen, wie sich der gegenwärtige Moment anfühlt, wenn du so unaufdringlich wie nur möglich darin verweilst. Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit auf deine Ein- und Ausatmung. Schau einfach, wie die Einatmung kommt und die Ausatmung geht. Wo kannst du deinen Atem wahrnehmen? Wo kannst du Einatmen wahrnehmen? Und wo Ausatmen?
bleib dabei mit einem Teil deiner Aufmerksamkeit bei der Verbindung zwischen dir und dem Boden, der dich trägt. Du kannst jetzt so verweilen oder deinen Blick wieder neugierig durch den Raum wandern lassen. Vorsichtig in Verbindung kommen. Wenn das zu viel ist, dann bleib einfach einen Moment lang gut geerdet und in Kontakt mit dem Raum, in dem du bist. Ansonsten erkunde noch ein paar Momente dieses Wechselspiel und spüre, welche Teile deines Körpers den Boden berühren, während du deinen Blick neugierig durch den Raum wandern lässt und spürst, wie die Einatmung kommt und die Ausatmung geht. Vielleicht ist dir das jetzt sehr leicht gefallen, vielleicht war die Meditation aber auch sehr herausfordernd für dich. Auf diese Art und Weise mit dem Nervensystem zu arbeiten, braucht einfach sehr viel Geduld und Ausdauer. Wenn du dich entschließt, mit dieser Meditation zu arbeiten, dann empfehle ich dir, dass du sie fest in deinen Tag einbaust und quasi eine gesunde Gewohnheit daraus machst. Wenn du dich dafür interessierst, warum diese Meditation auf dein Nervensystem wirkt und vor allem wie, dann schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Dort habe ich einen Artikel dazu geschrieben. Ich freue mich, dass du diese Meditation mit mir gemacht hast und freue mich auch über Feedback von dir. In diesem Sinne, bis bald.